Hier gegenüber, am Landeskrankenhaus Innsbruck, sollte es bald eine Abteilung für Abtreibung geben. So ist es der Wunsch einiger Politiker. Wenn ich daran denke, dass Ärzte hier in diesem Gebäude bald Menschen im Mutterleib töten könnten, dann wird es mir schlecht. Und ich frage mich, ist es die Aufgabe von Politikern, Ärzte zu beauftragen, Leben zu töten? Und ich frage mich auch, sollte dafür Steuergeld verwendet werden? Ich kann zwar verstehen, dass Frauen in eine tiefe Not geraten können, wenn sie ein Kind in sich tragen, das sie eigentlich gar nicht wollen. Besonders extrem muss das sein, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist. Doch gleichzeitig frage ich mich, ist es dann eine Lösung, so ein Kind einfach zu vernichten? Sollten wir und auch die Politiker uns nicht vor allem darum bemühen, dass solche Frauen Hilfe finden, dass sie mit dieser Hilfe ihr Kind zur Welt bringen können? Und wenn sie dann ihr Kind geboren haben und es immer noch nicht wollen, können sie es auch zur Adoption freigeben? Wenn wir Christen das Wort ergreifen für den Schutz des Lebens, dann wollen manche uns einen Maulkorb verpassen. Sie sagen, misch dich da nicht ein. Die Kirche soll sich nicht in die Politik einmischen. Ich aber sage, wir Christen müssen das Wort ergreifen für die Wehrlosesten, die Schwächsten in der Gesellschaft. Und das sind für mich vor allem auch die Kinder im Mutterschoß, egal ob sie einen Zentimeter oder 50 Zentimeter groß sind. Ich mische mich ein und ich sage, niemals Abtreibung, niemals Menschen töten an der Klinik von Innsbruck. Ich mische mich ein, denn mich bewegen die Worte Jesu. Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er auf dich hört, dann hast du ihn gewonnen.